Willkommen zurück bei Sinking City. Nachdem wir uns den Hafen genau angeschaut haben, haben wir mitbekommen, dass eine schwer verletzte Person im Krankenhaus sein muss. Wir können uns hier mal umschauen und versuchen, mit der Richterin zu reden. Oh, mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Okay, ja, ist auch eine dumme Idee. Ihm ist nichts anzufangen. Was ist passiert, Mr. Pete? Explosion. Mit Dynamit gefischt. Oh, sprechen schmerzt. Mit Dynamit gefischt, ach ja? Oder ist das bei einem Kampf am Hafen passiert? Vielleicht auf einem Schiff? Nein! Fische, gehen Sie! Wiedersehen. Also er sieht echt fertig aus. Aber er sah wirklich tatsächlich aus wie Explosion oder irgendwas. Hier, man, also müssen doch mal Menschen aufs Klo gehen können. Macht man das Loch da nicht zu? Ja, ist es. Der sieht genauso aus wie in der Mission, die wir hatten. Redet mit uns auch nicht, aber der ist es. Oh je, was ist mit ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Schon komisch. In Ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde, wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat. Raus mit der Sprache. In die Tiefen damit. Wer hat Sie geschickt? Ich stelle hier die Fragen, Freundchen. Ist ja gut. Aber erst sagen Sie mir, wer Sie sind. Charles Reed, Privatdetektiv. Throckmorton möchte wissen, was mit seiner verschollenen Expedition geschehen ist. Throckmorton lässt also endlich von sich hören. Ich wusste, dass mich jemand wie Sie früher oder später finden würde. Ich denke, es wäre noch untertrieben zu sagen, dass Ihre Expedition in einem Desaster endete. Es gibt Dinge, die besser niemals jemand zu Gesicht bekommen hätte, Mr. Reed. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Vielleicht wären sie dann noch am Leben. Die Wissenschaftler. Meine Mannschaft. Keiner von ihnen hat das Schicksal verdient, das sie ereilt hat. Wussten Sie, dass Albert Throckmorton es an Land geschafft hat? Albert hat überlebt? Ist er hier? Nein. Er ist tot, wie die anderen. Er wurde am Hafen ermordet. Aber was ist den anderen Expeditionsteilnehmern widerfahren? Ich weiß es nicht. Meine Mannschaft ließ sie zurück. Unter Wasser. Ich ordnete einen Rettungsversuch an, aber dann drohten meine Männer mit Meuterei. Sie hatten gute Gründe, die Teilnehmer der Expedition ihrem Schicksal zu überlassen, nehme ich an. Sie waren nicht dabei. Tag für Tag auf diesem Schiff. Das war der reinste Albtraum, Mr. Reed. Wir sahen schreckliche Dinge. Keiner von uns wagte es zu schlafen. Das war eine Expedition in verfluchte Gewässer, das sage ich Ihnen. Erzählen Sie mir, was beim letzten Tauchgang geschehen ist. Es gab immer feste Regeln. Die Taucher gingen nach unten und tauchten dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder auf. Aber an diesem Tag kam keiner zurück. Ich schickte dann ein paar Männer runter, um nachzusehen. Zurück kamen sie mit Albert. Und sie alle waren fast verrückt vor Angst. Ich war auf der Titania, bevor ich hierher kam. Allem Anschein nach wurde ganz schön viel getrunken. Warum? Weil es sonst eine Meuterei gegeben hätte. Und weil alle verzweifelt waren. Nach Tauchgängen wie diesen würde jeder zur Flasche greifen. Die Tauchgänge haben ihrer Mannschaft also ganz schön zugesetzt. Aber was geschah im Hafen? Ich weiß es nicht. Die Männer waren ruhig, bis wir angelegt haben. Und dann
Dann sind sie ausgerastet. Viele gute Männer haben ihr Leben gelassen. Was hofften sie unter Wasser zu finden? Den Grund für all das. Die Monolithen, die Flut, die Monster. Die Wissenschaftler fanden am Meeresgrund Risse. Und sie versuchten herauszufinden, wie der Wahnsinn damit zusammenhängen könnte. Glauben Sie wirklich, dass Risse am Meeresgrund eine Hysterie an Land auslösen können? Wir verbrachten Tage bei diesen Rissen. Wir hörten Dinge und sahen Dinge, die unsere Blicke erwiderten. Könnten Sie mich zu der Stelle bringen, wo der letzte Tauchgang stattfand? Auf keinen Fall. Sie dürfen nicht zu Ihnen, Mr. Reed. Das wäre reiner Selbstmord. Oder schlimmer. Ich war Taucher bei der Navy, Kapitän. Und bei allem Respekt. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Das mag sein, aber ich bringe Sie nicht dorthin. Und ohne vernünftige Ausrüstung können Sie eh nicht zu Ihnen. Wissen Sie, wo man hier einen guten Taucheranzug bekommt? Meine Männer hatten ihre aus einer Fabrik für Taucherzubehör hier in der Stadt. Wenn Sie sich wirklich nicht von Ihrem Vorhaben abbringen lassen wollen, schreibe ich Ihnen die Adresse auf. Wo befindet sich das Logbuch der Titania? Ich trug es bei mir, als ich hierher kam. Ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern. Aber als ich wieder zu mir kam, war es weg. Gute Besserung. Okay. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall das Logbuch finden. Die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zur MH. Löst. Wo sind seine Klappen? Wir könnten tatsächlich selber im Operationssaal gucken, der war glaube ich im Keller. Den Arzt nochmal fragen. Ich muss mich ausruhen. Er nicht helfen. Nichts. Jetzt kommen wieder die ersten Stimmen. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine Frage. Ach, guck mal. Schwasser. Und hier. Okay, nun zeig. Logbuch der Titania. Zwischenfalls wahrscheinlich. Mannschaft klagte über Geräusche und Schlaflosigkeit. Fische seltsam. 22. März. Erreichen der Mannschaft hat erreichten Mannschaft hat Halluzination. 20 gab Proben aus. Würde sie ablenken. 21. März fand unter Wasser Hohlraum mit Wasserstoff, mit Sauerstoff nahe Felsriff der Westies und weit der Stadt. Wissenschaftler entdeckten uralte Mauern, forderten Kisten mit Ausrüstung an. 24. März schickte Tate und Myers nach unten, nachdem jemand aufgetaucht war. Kam nur mit Albert Throckmorton zurück. Ist völlig wahnsinnig. Mannschaft setzte Albert in Rettungsboot. Wollte eingreifen. Es kam zur Meuterei. Okay. Alle Hinweise gefunden. Sehr schön. Gucken wir uns hier noch ein bisschen nach Loot um. Wird nicht mehr allzu viel sein. Redet auch nicht mit uns. Aussage, Fabrik. Die sollten uns als nächstes anschauen. Und zwar im Haven Bay und zwar zwischen das Mist Avenue, zwischen Irwin Covenier View.
Okay, das ist der andere. Vielleicht ist das... Das war doch hier irgendwo, ne? Wir sind doch schon mal an so einem Land vorbeigekommen. Oh. Schau. Living Coven, Ave. War das richtig? Irgendwo hier unten. Ah. Also irgendwo hier. Im Hafen. Da sollte man nochmal zurückgehen. Und diesen Taucherausrüstung gehen. Als ich mich hier erstmal. Hey. Diese verfluchten Neuern können. Ja, komm. Du bist doch in mich reingerannt. Ich würde jetzt erstmal kurz in der Hauptstory weiterkommen, dem bevor wir uns die Nebenfälle anschauen. Hier ist ein Boot. Naja. Ah, das war da, wo ich ursprünglich eigentlich rein wollte. Ja. Die Frage ist, was ist da unter Wasser? Und er hat auch diese Monolithen erwähnt. Das sind wahrscheinlich die, die ich, in der letzten Folge am Anfang erwähnte. Scheint zumindest, als wenn irgendwas hier das Dorf auf jeden Fall erwischt hat. Die Frage ist, ob es da nicht zum Festland auch übergreift. Sehr gut. Muss gerade damit den Schnellspeicher kommt. Wir wollen nicht an den Hafen, wir wollen hier runter. Gehe ich mit dem Boot dann hier irgendwo lang? In das ist. Zwischen den beiden, also genau hier. Auf geht's. Ja, dieser Monolith meine ich. Haben Sie ein Problem? Eindrucksvoll sind sie ja. Ich kann mir vorstellen, dass hier das am Wasser sein soll. Ach doch, guck mal, hier ist eine. Jetzt wie ein Hafen. Und Monster. Munition habe ich noch. Zu viel. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht mehr Viecher sind. Ich hätte jetzt auch mit Level was basteln können. Ah, hier. Ein Schuss. Kommen wir uns hier um. Auf jeden Fall ein super Taucheranzug, den könnte man ja glatt mitnehmen. Hier liegt was. Ach, schieß mal.
Ah, den schaue ich mir gleich an. Erstmal noch ein bisschen sichern hier. Noch einer. Hm, sehr gut. In einem rostigen Taucheranzug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Okay. Stehen mehrere rum. Hier sieht ganz gut aus. Ja. Oh, Harpungewehr. Hinweise gefunden. Dann begeben wir uns tatsächlich auf Tauchgang. So nicht erwartet. Ach, das war das Problem wieder hier, dass er wieder nicht schwimmen kann. Kann noch was sehen? Nee, ne? Nun gut. Haben wir auch den Taucheranzug. Ein Taucheranzug, wie wir ihn auch bei der Navy hatten. Er ist alt, aber in gutem Zustand. Zu einer Tiefe von etwa 100 Metern sollte ich damit keine Probleme bekommen. Okay. Also zu... Ich weiß nicht, wir gehen mal zu Throckmorton, aber wir sollten wahrscheinlich tatsächlich zu der letzten Tauchstelle. Wo ist die? Wahrscheinlich hier. Da wird's die. Okay. Lass uns da hingehen. Ein bisschen krasser, dass er das alles am Alleingang macht. Also gerade bei diesen Tauchsachen würde ich ja mindestens eine Unterstützung mitnehmen. Das Rockmountain kennt auch Haufen Leute. Die Fischkippe selber braucht man nicht fahren. Nachdem wir jetzt schon einen quasi hinter Gitter gebracht haben. Gute Nacht. So, wo war das Schiff jetzt? Ach, da ist hier auch von der 3. Okay. Doch die ganze Zeit unten surren. Ich weiß, ob das was zu bedeuten hat. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Okay. Okay, die hatten wir so noch nicht. Aber nochmal. Ah, jetzt. Okay, ja, das muss grün hinterlegt sein, das habe ich vergessen. Und hier ist das Boot. Okay, dann würde ich sagen... Auch wenn die Folge ein bisschen kürzer ist, doch wir sind ja andere länger. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, was uns am letzten Tauchort der Expedition erwarten wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Was vermutet ihr? Was könnte da zu finden sein? Irgendwelche Risse im Boden wurden ja erwähnt. Aber was genau ist der Auslöser dafür? Schreibt's rein. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis bald.